Einen wunderschönen guten Morgen beim Thinktecture Webinar am Webinar Wednesday. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Wir freuen uns über ganz, ganz viele Teilnehmer heute. Es gab eine enorme Nachfrage nach dem Thema. Wie immer der Hinweis, schreibt doch bitte mal in den Chat, von wo aus ihr uns zugeschaltet seid, damit wir so ein bisschen den Überblick haben, aus welchem Homeoffice ihr euch heute meldet, ob ihr vielleicht schon wieder in der Company seid, im Office sitzen dürft, wie es euch geht. So, das Thema heute ist API-Dokumentation mit Swagger. Und ich habe mir dazu einen Kollegen eingeladen, nämlich den Sebastian Ginter. Er ist bei Moin, moin. Thinktecture Consultant und fokussiert genau auf das Thema Backend-Architektur mit .NET Core. Schaut danach, dass da flexible und skalierbare Dinge rauskommen. Er ist auch Spezialist für Identity und Access Management, vor allen Dingen mit dem Open Source Projekt Identity Server. Und das Thema API-Dokumentation, Sebastian, ist ja auch deswegen wichtig, weil du ja sehr viel auf Entwicklerproduktivität und auf Softwarequalität schaust, ne? Und deswegen sowas wie eine Dokumentation für dich einen ganz besonderen Stellenwert hat. Genau, das hilft am Ende des Tages allen, die in den Produkten, in den Projekten mit beteiligt sind, nicht nur das Entwicklerteam, sondern natürlich auch dem Kunden am Schluss. Ganz genau. Und damit wir, bevor wir hier reinstarten in das Webinar, ein bisschen einen Überblick bekommen, mit welcher Motivation ihr heute teilnehmt, möchte ich gerne mit einer ersten Umfrage an euch starten, um euch ein bisschen mit die Unterhaltung einzubeziehen. Und ich starte mal die Umfrage. Ich würde gerne nämlich wissen wollen, wie ihr dem Thema API gegenübersteht. Seid ihr Backend- und API-Developer? Seid ihr eher vom Frontend und schaut auf APIs als etwas, was ihr während eurer Arbeit einfach benötigt, um eure Tasks durchzuarbeiten? Seid ihr Fullstack unterwegs? Ja, ihr kennt beide Seiten der Geschichte oder seid ihr nur rein so aus Interesse heute mal dabei, um einen Überblick zu bekommen? Weil es hilft uns, glaube ich, Sebastian, wenn du dann in die Tiefe gehst, ja, wie hardcore es heute werden darf. Ja. Ansonsten, wenn zwischendurch Fragen aufkommen, schreibt die bitte in den Q&A-Tab. Da sammeln wir die Fragen. Ihr könnt zwischendurch auch selbst reingucken, welche Fragen schon dazugekommen sind. Könnt dafür voten. Und je nachdem, wie viel Zeit wir am Ende haben, werden wir die Top-Fragen dazu beantworten und den Rest im Zweifel im Nachgang per E-Mail angehen. Gut, jetzt habe ich schon ganz, ganz viel geredet. Das wollen wir umdrehen, Sebastian. Ich würde dir jetzt übergeben, meine Kamera ausschalten, bin aber im Hintergrund die ganze Zeit weiter dabei. Viel Spaß schon mal. Dankeschön, Marco. Jetzt muss ich ja anfangen zu arbeiten. Nein, alles in Ordnung. Ja, wir wollen uns ein bisschen über API-Dokumentation und Swagger unterhalten. Und ja, dann wollen wir auch eigentlich gleich einsteigen und uns anschauen, worüber wollen wir uns überhaupt unterhalten. Wir haben ein kurzes Intro, wo wir uns anschauen, warum wir überhaupt unsere API dokumentieren sollten, wie wir dann unsere ASP.NET Core Web API konkret dokumentieren können, mit jeder Menge technischen Details, die auch aus Projekten rausgekommen sind, wobei das Ganze jetzt so eine Art All You Can Eat ist. Da ist im Prinzip alles Interessante drin, was ich irgendwo mal in irgendeinem Projekt gesehen habe. Und dass man jetzt wirklich alles, was wir hier zeigen, auch wirklich in seinem eigenen Projekt braucht, ist eher unwahrscheinlich, sondern wahrscheinlich braucht man nur so ein, zwei, drei kleine Geschichten hier draus. Ja, und dann wollen wir gucken, eben das Thema, was Marco gerade schon angesprochen hat, Entwicklerproduktivität. Wie hilft mir eine Dokumentation darüber hinaus, nicht nur, dass ich eine Doku habe, sondern auch die API-Clients, die auf die API zugreifen, zu generieren und wie mir das hilft, Tests zu generieren. Und dann haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Und damit wir jetzt erstmal sehen, wo wir überhaupt also drauf hinaus arbeiten wollen, haben wir hier schon mal so eine Beispiel-API-Dokumentation vom Swagger Editor genommen. Das ist diese Pet Store-Dokumentationswebseite, die hier rauskommt mit Swagger UI.
Und da können wir schon sehen, wir haben hier unsere API-Calls, wir können die aufklappen. Wir sehen, wie das Model ausschaut, das hier an die API geschickt werden soll, welche Parameter wir haben hier, welche Datentypen das sind. Und wir sehen da unten auch, was für Antworten wir von der API zurückerwarten können. Und wir sehen hier auch an so einem kleinen Schloss, wir haben ein bisschen Security drin, dass wir uns hier erst anmelden müssen, bevor wir hinterher hergehen können und so einen Call auch ausprobieren können und hier mit Werten eingeben und dann hinterher an die API schicken, was jetzt natürlich, weil wir nicht angemeldet sind, nicht funktioniert. Und da wollen wir eben hin und wir wollen uns angucken, warum erstmal wollen wir uns überhaupt unsere API dokumentieren. Und dazu müssen wir uns anschauen, für wen schreiben wir eigentlich die Dokumentation? Als Entwickler tendieren wir ja immer ein bisschen dazu, uns mit dem Stück Software, an dem wir gerade arbeiten, ein bisschen zu personifizieren. Das heißt, ich bin die Web-API und mit mir redet eine Anwendung. Anwendung ist jetzt ein Stück Software, wo ein Benutzer hinten dran sitzt. Ja? Dann haben wir Dienste. Und Dienste sind jetzt in dem Fall ein Stück Software, wo kein Benutzer konkret hinten dran sitzt, sondern halt irgendein Background-Task, der irgendwo permanent läuft oder nur zeitlich ab und zu mal läuft. Und dann habe ich noch fremde Clients, das heißt, das sind nicht die Anwendungen aus unserem Haus, die mit mir reden, das sind nicht die Dienste aus unserem Haus, die mit mir reden, sondern das sind Anwendungen oder Dienste, oder was auch immer, das nicht von uns kommt. Also das ist, wenn wir unsere API zum Beispiel as a Service verkaufen. Aber am Ende des Tages ist das ja eine Software, das mit unserer API redet. Technisch gesehen ist das schon richtig. Aber um mit unserer API arbeiten zu können, sitzt hinter jedem Stück Software, das mit mir als API redet, natürlich auch ein anderer Mensch, ein anderer Entwickler. Und das ist dann eben die Zielgruppe, mit der wir arbeiten. Und mit unserer API arbeitet natürlich auch erstmal ich als Entwickler. Ich fange an, mit meiner API zu arbeiten. Ich entwickle diese API und ich weiß natürlich normalerweise, was ich tue. Außer es vergeht ein bisschen Zeit. Ich bin auf einem anderen Projekt unterwegs, komme dann nach 2 Wochen wieder zurück. Dann habe ich üblicherweise keine Ahnung mehr, was habe ich denn da vor 2 Wochen verbrochen. Und dann bin ich immer meinem Vergangenheits-Sebastian sehr dankbar, wenn der mir jetzt als Zukunfts-Sebastian ein bisschen Dokumentation hinterlassen hat. Im nächsten Schritt haben wir natürlich mein Team. Die wissen üblicherweise, wen sie fragen müssen, wenn sie da irgendwo im Code was sehen, was nach Sebastian ausschaut. Allerdings wissen zum Beispiel neue Teammitglieder nicht unbedingt, wen sie fragen müssen, weil die kennen das ganze Projekt noch nicht. Und auch die wären sehr dankbar drüber, wenn sie Dokumentation hätten. Dann haben wir anderen Teams in meiner Organisation, das wäre jetzt für euch relevant, wenn ihr ein bisschen eine größere Firma seid. In unserem Fall wären das zum Beispiel dann die Teams bei uns, bei den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Auch die brauchen natürlich eine Art von Dokumentation. Aber am relevantesten ist es tatsächlich am Schluss für Teams, Entwickler und eben auch Entscheider in anderen Organisationen. Wenn wir eine vernünftige Doku haben und unsere API mit dieser Doku auch erlebbar ist und erfahrbar ist und man auch gleich sehen kann, hey, wenn ich die Anfrage wegschicke, dann kriege ich genau die Daten zurück und wir haben auch genau die und die Felder da drin, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, wie man einem Entscheider aus einer anderen Firma das schmackhaft machen kann, auch wenn der jetzt nicht so der Techniker ist, aber der sieht wahrscheinlich schon an der Stelle, ah, das kann man damit machen, da kommt sofort was zurück, ich kann mich hier anmelden, ist Security drin. Und es könnte dann den Ausschlag geben, dass diejenigen eben unsere API kaufen und nicht die von einem Mitbewerber. Und das ist dann der Grund, warum wir Dokumentation wollen. Und dann würde ich wir machen ja APIs. Reingrätschen und mal kurz erzählen, wie der Poll ausgegangen ist. Ganz interessant nämlich, die allermeisten, nämlich 70%, haben die Option Full-Stack-Developer ausgewählt und circa 22% Backend beziehungsweise API-Developer und ganz, ganz erstaunlich, kein einziger Frontender heute hier mit dabei. Okay. Das heißt, du darfst nachher ganz besonders in die Tiefen gehen und vielleicht sogar, du hattest doch was vorbereitet, auch Richtung Code-Generierung, ne, in dem Zusammenhang.
Genau, das betrifft dann auch eben die Full-Stack-Devs, wenn sie von einem Client anfassen. Ja. Ganz genau, ganz genau. Also gerne in die Richtung gehen. Das Publikum ist heute vollständig, sage ich mal, auf Full-Stack unterwegs. Sehr gut. Ja. Großteil eben auch, genau. Ja, 22% hinten. Genau, wir fangen natürlich mit hinten an, nämlich mit unserer API. Und wir sind hier im .NET-Umfeld unterwegs. Und wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen blauäugig rangehe und sage .NET Core, Web API oder .NET Core API und Dokumentation bei Google reinwerfe, dann kriege ich als Response meistens Swagger und Open API um die Ohren geschmissen. Und Swagger hat man vielleicht schon mal gehört, insbesondere Swashbuckle Swagger. Und da wären wir tatsächlich schon bei der nächsten Umfrage. Habt ihr schon mal von Swashbuckle Swagger gehört, beziehungsweise sogar schon damit gearbeitet? Eventuell sogar schon in einer Classic ASP.NET Core Applikation oder, also Classic ASP.NET, sorry, ohne Core, und oder eben noch nicht. Was ist denn jetzt Swagger und was ist Open API? Das hatte angefangen mit einer Firma, die unter dem Namen Swagger Tools und Dienste angeboten hat und eben auch eine Spezifikation. Und die haben sich dann irgendwann, oder die Kunden haben sich irgendwann überlegt, warum sollte ich bei der Dokumentation meiner API auf so ein proprietäres Format von einer Firma, die damit Geld verdienen will, setzen? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Und deswegen haben die sich hinterher mit anderen Industriegrößen, IBM, Microsoft, Google, zusammengetan. Die haben sich zusammengeschlossen zur sogenannten Open API Initiative. Und damit das wirklich auch nach außen hin zeigt, wir wollen wirklich offen sein. Wir wollen das Ding nicht einsperren, also wir wollen euch nicht einsperren in unserem Ökosystem, haben die sich unter die Linux Foundation gehängt. Und dann hat SmartBeer seine Spezifikation in die Open API Initiative gegeben. Die haben dann zusammen mit den anderen Firmen drüber gehirnt, überall, wo SmartBeer und wo Swagger dran stand, das Zeug rausgeschmissen und Open API reingeschrieben. Das war so von Ende 2015 bis 2017, haben sie 2 Jahre nochmal dran gearbeitet. Und dann gab es diese Open API Spezifikation 3.0 und SmartBeer konzentriert sich weiterhin auf die Tools und Dienste. Und das heißt, wenn wir von Open API reden, reden wir von dem Standard und dieser Spezifikation. Das ist im Prinzip ja eine Domain-Specific Language, um APIs zu beschreiben, die da rauskommt. Und wenn wir von Swagger reden, dann reden wir von Tooling. Nicht zwangsläufig unbedingt von SmartBeer, nämlich, wir haben ja gesagt, das Swashbuckle Swagger, kommen wir gleich noch drauf. Das kommt ja von jemand anderem und nicht von SmartBeer. Und auch wenn wir hier uns die ganzen Sachen anschauen unter dem Label Swagger, konzentrieren wir uns hier auf die Open-Source-Geschichten. Genau, im .NET Core-Umfeld sind wir natürlich sehr dankbar, weil .NET hat natürlich viel Metadaten im EL-Code drin, also in so einer Intermediate Language. Und wir können aus denen schon, ohne irgendwie großartig was zu machen, so ein Swagger-Dokument generieren, weil wir haben alle unsere Methodeninformationen, wir haben die Parameterinformationen, wir haben die Rückgabewerte. Das heißt, alles, was reingeht, alles, was rausgeht und unter welcher URL das verfügbar ist, das kann man alles schon aus unserem Assembly rausziehen. Und dann braucht man eigentlich nur noch, um diese Webseite zu erzeugen, einen Webserver, das uns das Swagger UI ausliefert. Da kommt eigentlich eine kleine SPA raus, ne, Single Page Application, die lädt dann das Swagger JSON und rendert dann die konkrete Dokumentation raus. Das ist das, was wir gerade mit der Pet Shop Geschichte gesehen haben. Und in unserem konkreten Fall nutzen wir eben das Swashbuckle Swagger von Richard Morris. Der hat das für Getty Images, für die APIs von Getty Images gebaut und als Open Source der .NET Community wieder zur Verfügung gestellt. Damals war das eben noch klassisches ASP.NET auf dem Full Framework und in der Zwischenzeit gibt's das Ganze auch für ASP.NET Core. Und da kommen wir jetzt auch gerade zu den Ergebnissen vom Poll. Das ist sehr ausgeglichen. Über die Hälfte, 55% von euch haben gesagt, yo, wir haben schon mal mit Swashbuckle Swagger gearbeitet. Und die andere Hälfte, 45%, haben gesagt, nee, noch nicht.
Ja, dann wollen wir mal schauen, ob ihr nach dem Webinar hintendran von den 45% vielleicht auch in das andere Lager wechseln wollt. Jo, wer dabei jetzt nicht im luftleeren Raum starten können, habe ich eine kleine Beispiel-API zur Verfügung gestellt und vorneweg schon mal gebaut. Ich habe ganz normal angefangen mit .NET New Web API auf der Konsole mit dem .NET Core SDK 3.1 und dann fällt ja eine API raus, die so eine Wettervorhersage hat, die uns die nächsten 5 Tage Wetterdaten randomisiert. Dann habe ich Authentication und Authorization reingehängt und zwar mit einem einfach den Demo Identity Server von Identity Server IO hergenommen, genau die Demo angebunden und gesagt, wir haben eine Policy, die heißt API und die benötigt einen angemeldeten User und den Scope API und dann können wir mit unserer API arbeiten. Und weil in manchen Projekten eben auch API-Versionierung eine Rolle spielt, habe ich insgesamt 3 Versionen unserer API zur Verfügung gestellt. In der Version 1 haben wir neben diesem Standard-Wetter-Vorhersage-Controller noch einen Health-Controller, den wir getten können und sagen, hey, lebst du noch? Und der sagt, okay. Und wir können einen Put hinschicken und dann crasht unsere API. Das ist auch irgendwie so, ja, Gesundheitszustand, wir nutzen da einen kleinen Bug im .NET-Framework aus und wir können Artikel verwalten. Der Artikel-Controller hat ganz normal Create, Read, Update, Delete Operationen, um eben irgendwelche Artikel zu verwalten. Und die Get-Methode liefert uns alle Artikel zurück, die dort sind. Dann haben wir gemerkt, wenn wir so eine Client-Anwendung da vorne dran stecken, ist es vielleicht uncool, wenn wir für eine Artikelliste sagen, gib mir mal die Artikel und wir kriegen irgendwie 25.000 Artikel von hinten zurück. Das ist ein bisschen viel und deswegen haben wir in Version 2 die API geändert, deswegen auch eine neue Version eingeführt. Wir können jetzt pagen, das heißt die Wettervorhersage und die Artikel können wir sagen skip und take, um einfach den die Anzahl zu beschränken, die wir bekommen und genau zu steuern, welche Daten wir jetzt kriegen. Und dann haben wir gemerkt, naja, so randomisierte Wettervorhersagen sind nicht unbedingt unsere Kernkompetenz. Kunden sind nicht so sonderlich bereit dafür, für einfach irgendwelche ausgewürfelten Wetterdaten Geld zu bezahlen. Also haben wir in Version 3 diese ganze Wettervorhersagegeschichte einfach deprecated und entfernt. Und weil das ja auch ein Breaking Change ist, da fehlt auf einmal ein Endpunkt, haben wir eine neue Version eingeführt. Und das Ganze sieht im Code tatsächlich so aus, dass wir hier unser Standardprojekt haben, so wie es rausgefallen ist mit unserem Artikel-Controller, Health-Controller und Weather-Forecast-Controller. Wie man hier sieht, haben wir nicht nur diese Versionen hier drin, sondern wir haben auch alles schön schon mit XML-Kommentaren versehen und wir haben auch schon ein paar Parameter rein. Die werden wir nachher dann rausziehen, dass wir die jetzt nicht schreiben müssen. Also wir haben schon ein bisschen Dokumentation hinzugefügt in unserem Quellcode, weil wenn ich gerade so eine API schreibe, dann dauert es meistens nur 2-3 Minuten länger, wenn ich noch einen XML-Kommentar oben drüber schmeiße. Wenn ich einen Endpunkt auf dem Controller habe, ist es vielleicht auch nochmal 2-3 Minuten mehr Arbeit, ein bisschen Attribute da dran zu klatschen und zu sagen, hey, das sind die und die Rückgabeversionen. Das sieht man insbesondere am Artikel-Controller hier unten schon. Dass wir hier sagen, hey, der liefert uns einen 200er oder einen 404er und wenn ein 200er kommt, kommt ein Artikel zurück. Das kostet uns nicht extra viel Zeit, aber das sehen wir dann gleich, was uns das an mehr Informationen hier liefern kann. Und was wollen wir jetzt mit unserer API machen? Wir wollen hergehen und unsere Methoden, natürlich die Endpunkte, im Swagger-Sprech oder im Open-API-Sprech heißt es Operationen, Operations dokumentieren. Wir wollen natürlich dokumentieren, welche Datentypen reinkommen, welche Datentypen rausgehen, also unsere Schema-Informationen. Wir wollen das eben so weit wie möglich anreichern, ohne dass wir großartig viel Arbeit damit haben. Wir wollen bestimmte Endpunkte aus der Dokumentation ausnehmen. Ich habe ja gerade gesagt, unser Health-Endpunkt, wenn wir dort einen Put hinschicken, dann crasht unsere API. Wäre vielleicht nicht gut, wenn das Ding in der öffentlichen Doku drinstehen würde. Deswegen können wir das rausnehmen. Wir wollen natürlich, dass unsere Dokumentation auch sagt, hey, um mit dieser API zu reden, musst du dich anmelden. Wo meldest du dich an? Was musst du dort anfragen? Diese Informationen wollen wir reingeben. Wir wollen natürlich die verschiedenen Versionen unserer API berücksichtigen und eine Dokumentation pro Version bereitstellen.
Und dann wollen wir eben hergehen und gucken, wo hilft uns das noch weiter? Wie kriegen wir vielleicht unseren Client-Code generiert? Wie können wir unsere API damit sogar auch testen oder das Testen unserer API damit unterstützen? Und dann gehen wir jetzt wirklich in unser Projekt und schauen uns den Code an. Wir starten hier in unserem Projekt und gehen ganz normal in unsere Startup-Datei. Wir haben hier, wie man schon sieht, API-Versionen 1, 2, 3 vorbereitet. Wir starten hier oben mit den ganz normalen Controller-Features. Wir haben Authentication Authorization gegen unseren Demo-Identity-Server eingetragen und wir sagen, hey, wir sind die API-API und wir haben gesagt, dann eben die Policy mit dem Scope, das ist alles hier konfiguriert. Dann haben wir API-Versioning drin. Wer sich über die Versionierung von APIs noch weiter informieren möchte, da ist auf der ThinkTechture.com-Webseite im Übrigen eine Screencast-Serie zu genau dem Thema schon. Ich glaube, die ersten 3 Teile von 4 sind schon online. Der 4. Teil kommt demnächst, sodass ihr euch hier in wie funktioniert API-Versionierung noch reinschauen könnt. Und ja, das ist jetzt der Stand, wie wir, den wollte ich zusammenklappen, das ist der Stand in unserer API, den wir jetzt haben. Und nun wollen wir unser Swagger hinzufügen. Ich habe dafür schon die nötigen NuGet-Pakete. Das sind nämlich diese Swashbuckle AskNet Core, Swashbuckle AskNet Core Annotations und Filters schon installiert, sodass wir die jetzt einfach benutzen können. Ansonsten bei euch, ihr installiert einfach die NuGet-Pakete und dann könnt ihr damit loslegen. Und wir wollen unsere Services hier konfigurieren und sagen, wir fügen erstmal den Swagger Generator hinzu. Und der Swagger Generator, der nimmt hier natürlich wieder eine Setup-Action an, wie das so üblich ist in AspNet Core bei der Setup-Geschichte. Und hier auf unserer Setup-Action sagen wir, wir brauchen oder wir wollen ein Swagger-Document haben. Erstmal nur die Version 1. Und dann brauchen wir hier ein New Open API Info-Objekt, wo wir auch Properties setzen können. In dem Fall setzen wir den Title und sagen, das ist unsere Open API Doku bzw. Sample API. Und das nimmt auch noch eine Version an. Und auch hier haben wir die Version 1 drin. Und damit haben wir unser Dokument schon drin. Das heißt, Swagger hat jetzt alle Typen in der Dependency Injection, um ein Dokument generieren zu können. Und wir wollen das auch noch ausliefern. Und dafür gehen wir hier unten in Configure, wo wir unsere HTTP-Pipeline konfigurieren und sagen einfach nur Use Swagger. Und damit können wir schon unser Dokument abrufen. Wir haben hier auch die Möglichkeit, eine Setup-Action reinzugeben, um zum Beispiel zu konfigurieren, unter welchem Pfad das Dokument zur Verfügung stehen soll. Da lassen wir jetzt einfach den Default. Bei der Gelegenheit wollte ich gerade noch sagen, wir haben, ich habe ein Cheat-Sheet vorbereitet für euch, wo die ganzen Informationen auch nochmal als Code-Snippets drinstehen. Und ihr hättet jetzt eben die Möglichkeit, euch dafür, das kommt die nächsten Tage raus, schon mal vorzuregistrieren und könnt dann das Cheat-Sheet dann, sobald es live ist, runterladen. Und da stehen dann die ganzen Geschichten hier auch noch mal drauf für euch zum Nachvollziehen. Und Sebastian, gerade auch passend dazu die Frage kam, stellst du den Code, den du hier benutzt, um die Demo zu machen, auch als Repository zur Verfügung, dass wir das im Nachgang per Mail an alle Teilnehmer verschicken können? Aber selbstverständlich, das Sehr Repository gut. ist schon live. Ihr kriegt auch die Slides, die ihr gesehen habt. Da sind dann sogar noch auf der, also hier für die Präsentation habe ich noch ein paar Slides versteckt. Die werden euch dann auf dem Slide-Deck, wenn ihr euch das später anguckt, noch draufstehen. Das sind die Sachen, die ich gerade auf der Tonspur erzählt habe, auch noch mal hinten in den Referenzen drin. Also auch die Slides und den Code könnt ihr alles runterladen. Genau. Wir haben jetzt mit UseSwagger die Dokumentengenerierung eingebaut. Und ich baue jetzt gerade hier noch das Rausrendern des Swagger-UIs
ein, hier will ich den Default-Pfad von /Swagger ändern, sondern ich hätte gerne, dass hier das unter /Docs abrufbar ist. Und unser Swagger-UI muss noch wissen, wo ist denn dieses Dokument zu finden? Und dort gebe ich jetzt diese URL an, die hier bereitgestellt wird. Das ist diese Default-URL und die heißt eben auch /Swagger/Document-Name. Das ist jetzt der Name des Dokuments, den ich hier vorne angegeben habe, V1, und dann per Default wieder swagger.json. Den Pfad könnte ich hier oben eben auch ändern, dass das ein anderer Dateiname ist. Und dann will ich noch OpenAPI-Doku-V1 hinten als Name, was dann am User-Interface angezeigt wird. Und jetzt muss ich noch unsere Webseite starten, unseren Service. Das mache ich jetzt mit .NET Watch Run, damit ich später nicht immer, wenn ich was ändere, den Code beenden muss und neu starten muss, sondern ich lasse den jetzt hier laufen. Und dann machen wir das wieder weg. Und dann können wir auf unseren Browser gehen und sagen hier localhost 5001 docs. Und jetzt funktioniert es nicht. Warum funktioniert es nicht? Das ist immer das, wenn man Live-Coding macht. Das habe ich. Root-Prefix ist docs. Pfad habe ich drin. Ja. Mal gerade mal kurz neu bauen. Und komm, macht mal HTTPS, funktioniert es auch. Na super. So, wir haben jetzt unsere API-Dokumentation live für unsere API in der Version 1. Und jetzt sehen wir schon, wir haben unsere Endpunkte hier. Wir haben einen Artikel zum Beispiel zum Laden da. Oder beziehungsweise die Liste aller unserer Artikel, das sehen wir hier schon auch an den Schema-Informationen. Wir haben ein Array von Artikeln und das Schema ist hier unser Artikel. Und wenn wir das weiter aufklappen, sehen wir auch schon die Properties, die aus unserem EL-Code rausgezogen werden. Number, Name, Description, Price. Wir wissen sogar bei denen, dass Description nullable ist und Name nicht, weil dort schon ein Required-Attribut drauf ist. Also ein bisschen Attribute nimmt er schon an, aber das ist noch nicht so richtig viel Information, die wir hier raus haben. Wir haben zum Beispiel noch keine Beschreibungen und wir haben auch zum Beispiel noch nicht die Information, dass er ein 404er liefern könnte, wenn wir gar keine Artikel haben. Was wir allerdings schon machen können, ist hier ein Health-Call zum Beispiel ausprobieren und zu executen und wir sehen hier, da kommt ein 200er zurück und das hat also funktioniert. Also die grundsätzliche API-Dokumentation haben wir hier schon zur Verfügung. Und jetzt wollen wir aber, dass hier noch ein bisschen mehr Informationen drinstehen. Deswegen gehen wir wieder zurück in unseren Code und können jetzt hier oben, wo wir unser Swagger konfigurieren, hergehen und sagen, enable annotations. Das kommt aus dem Teil, den wieder unten ausklappen. Das kommt aus diesem Annotations NuGet-Paket zu Swashbuckle Swagger. Und das nimmt jetzt die Möglichkeit, bietet uns die Möglichkeit, diese Attribute, die wir hier haben, zum Beispiel auf dem Artikel-Controller, wenn wir dieses Get by Number haben. Da sehen wir hier, das ist ein Swagger-Response drauf. Swagger Response bietet uns noch an, Statuscode, der zurückkommt, anzubieten, den Typ anzugeben und eine Beschreibung. Das Interessante ist, der Swagger Response, wenn ich dort F12 drücke, sieht man,
das leitet ganz normal von Microsoft AstNet Core MVC Produces Response Type Attribute ab. Und dieses Produces Response Type Attribute, das hat im Prinzip nur den Statuscode und den Typ und keine Beschreibung. Ja, das heißt, diese Swagger-Geschichte erweitert das noch mit einer Beschreibung. Und wenn ich jetzt hergehe und unsere Dokumentationswebseite neu lade, dann sehe ich, dass wir beim Get by Number hier die Description für den 200er haben, nämlich Article was found, und beim 404er Article was not found. Diese Informationen kommen jetzt schon aus den Attributen raus. Ja, das heißt, ich habe da mit einem Einzeiler noch mehr Informationen zur Verfügung gestellt. Und was wir jetzt noch machen wollen, ist unseren Endpunkt ausblenden, der hier dieses Put hat, weil der unsere Applikation crashen kann. Das heißt, dort gehen wir wieder in unseren Code, gehen auf unseren Health Controller und wir sehen hier die Put-Methode, die Kill aufruft. Im Prinzip wird hier nur ein asynchrones Event gestartet, was dann eine Exception wirft, und das killt interessanterweise unseren kompletten Host-Prozess. Und wir können jetzt hier steuern, dass das nicht mehr angezeigt wird, indem wir hier API Explorer Settings Attribute drauf machen und dort sagen, ignore API is true. Das Interessante ist nämlich, was man hier dran sieht, dass sich das Swagger sehr stark auf die API des API Explorers in ASP.NET Core verlässt. Das heißt, alles, was über dieses interne System des API Explorers zur Verfügung steht, das ist auch das, womit zum Beispiel die Routen zusammengebaut werden. All diese Informationen stehen auch Swagger zur Verfügung und der liest die aus. Das heißt, wir können das auch hier drüber steuern. Und wenn ich jetzt das Attribut draufgesetzt habe und unsere API neu lade, dann sehe ich, dass bei Health nur noch der Get hier angezeigt wird und der Put nicht mehr. Jetzt hätte ich aber gerne noch unsere XML-Kommentare in unserem Code drin. Und dazu müssen wir hergehen und kurz unser C-Sharp-Project hier anfassen. Und zwar wollen wir, dass unsere API beim Bauen ein Documentation-File generiert. Und das soll heißen openapi.xml. Das ist ja diese Standard Geschichte, Projektname.xml für das Dokumentationsfile. Das ist das, was ihr im Visual Studio in den Projektoptionen beim XML-Doc einstellen könnt. Und dann will ich noch, dass diese Datei auch ausgeliefert wird. Jetzt habe ich ein kleines Code-Snippet vorbereitet. Wir nehmen diese Datei OpenAPI.xml. Wir haben gerade gesehen, ich habe das gespeichert und der hat mir die Datei hier schon generiert. Und ich sage, kopiere mir diese Datei bitte auch noch in mein Output-Verzeichnis. Dann liegt das hinterher bei meiner API. Und das ist mir jetzt egal, das müsste weiter funktionieren. Und damit habe ich das kopiert. Und jetzt kann ich unserem Swagger noch sagen, hey, les mal die XML-Kommentare aus dieser Datei. Und da ich die ja jetzt mit im Output-Verzeichnis kopiert habe, kann ich die hier einfach referenzieren und sagen, benutz mal diese Datei. Ja, und jetzt meckert er schon, dass er hier ein paar XML-Kommentare vermisst, was okay ist im Moment, weil ich habe noch nicht auf der Program die Kommentare drauf. Wenn wir jetzt unsere API neu laden, dann sehen wir hier für jeden Endpunkt schon die XML-Kommentare drauf. Und das heißt, je nachdem, wie viel Mühe ich mir jetzt gebe, meine Endpunkte, meine Controller mit XML-Kommentaren zu versehen, desto mehr sprechend ist auch die Dokumentation hier. Was man jetzt sieht bei dem Artikel, ich habe ja auch auf unseren Model-Klassen Beschreibungen drauf, XML-Kommentare, auch die stehen jetzt hier drin. Das heißt, auch unsere Model-Informationen sind vollautomatisch mitdokumentiert. Und man sieht hier interessanterweise auch Example 5, Example Water für einen Artikel. Und die Daten kommen daher, dass ich auf unserem Artikel-Model, hier tatsächlich ein Example-Tag XML-Tag drauf habe. Und das heißt,
Das ist das Schöne daran, dass wenn ich jetzt hierher gehe und unsere zum Beispiel einen Artikel anlegen möchte und auf Try It Out gehen, dann ist mir hier schon ein Artikel mit exakt diesen Beispieldaten vorausgefüllt. Das ist nicht so wie bei dieser Pet Shop API, wo ich das gerade gezeigt hatte, wo dann da auf einmal String stand, sodass man erst die Daten hier in dieser Dokumentationsdemo auch erst ausfüllen muss, sondern es ist schon vorausgefüllt. Und wenn ich das jetzt abschicke, dann kriege ich interessanterweise einen undokumentierten 401er, weil ich noch nicht authentifiziert bin. Ja, ich würde das jetzt aber gerne ausprobieren. Also müssen wir jetzt unserer API noch sagen, hey, also unserer Dokumentationswebseite noch sagen, hey, der User sollte sich bitte anmelden, bevor er hier an den Artikeln rumarbeiten kann. Und dazu gehen wir wieder in unsere Startup und sagen hier unserem Swagger Generator, dass dieses Dokument bitte auch Security-Informationen beinhalten soll. Und da habe ich ein kleines Code-Snippet vorbereitet. Was wir hier machen, ist, wir fügen eine Security-Definition hinzu mit einem Security-Scheme. Das nennen wir OAuth2, weil das benutzen wir. Und wir benutzen hier eben OAuth2 als Typ. Sagen, wir brauchen einen Authorization-Header, wo ein Bearer-Token drin steht. Ja. Wir benutzen unseren Identity-Server hier als Authority. Das ist die OpenID-Connect-URL hier. Und dann brauchen wir noch einen sogenannten Authentication-Flow. Und wir benutzen den Authorization-Code-Flow. Und die URL ist die hier, die Token-URL ist die. Und wir wollen den Scope namens API anfragen. Und diese ganzen Informationen stehen dann hinterher in unserem Dokument drin. Und damit können wir uns schon theoretisch anmelden. Aber wenn ich das jetzt einfach lade, dann das gucken wir uns gerade an. Ich speichere das. Und dann werden wir sehen, dass uns eine Information fehlt. Nämlich, wenn ich jetzt hier die Dokumentation neu lade, kann ich mich zwar hier anmelden, aber unsere Endpunkte haben noch nicht dieses Schlösschen, was wir gerade auf der Pet Store API gesehen haben. Das heißt, wir müssen noch unseren Endpunkten sagen, also unseren Operationen, dass diese auch abgesichert sind. Und dazu fügen wir einen Operation Filter hinzu, und zwar den @Security Requirement Operation Filter. Und das ist ein Operation Filter. Das ist eine Art und Weise, wie ich die Generation von unserem Swagger-Dokument anfassen kann. Und zwar gucken wir dort kurz rein. Der wird für jede Operation ausgeführt, während sie rausgerendert wird. Und der schaut uns an, haben wir denn auf unserer Methodeninfo, das ist diese Method-Info, also die Reflection-Information unserer Methode auf dem Controller, haben wir dort ein Attribut, das ist das Authorize-Attribut. Und wenn ja, lese mir von dem die Policy raus. Und dann gehen wir mit diesen Policies rein und gucken, haben wir denn zu diesem Namen der Policy, das ist also nur gerade, dass man es nochmal sieht, hier auf dem Artikel-Controller oben steht ja Authorize API und API ist der Policy-Name. Und in unserer Startup gehen wir oben hin bei Authentication und Authorization und sagen, wir haben ja eine Policy mit dem Namen API und die braucht den Scope API. Und hier unten in unserem Security Requirement Operation Filter gehen wir jetzt durch diese ganzen Authorize-Attribute durch, haben uns die Policy-Namen ausgelesen und gucken jetzt in den Authorization Options, die wir uns hier auch durch die Dependency Injection initiiert haben, haben wir denn einen Claim Requirement für einen Scope? Ja, haben wir, weil unsere API Policy hat genau gesagt, wir brauchen einen Scope und lesen hier den Scope raus. Und wenn wir für diese Operation sowohl ein Authorize Attribut haben, als auch eine Policy, die mindestens einen Scope anfragt, dann fügen wir für diese Operation hinzu, du kannst einen 401er zurückliefern, du kannst einen 403er zurückliefern, wenn ich weiß, dass du eingeloggt bist und nicht darfst. Und unser Endpunkt braucht ein Security Scheme, nämlich OAuth2. Und
Mit dieser Information haben wir jetzt die Möglichkeit, dass unser UI dieses Schloss anzeigt. Was ich jetzt noch machen möchte, ist ein weiterer Operation-Filter, nämlich Append Authorize to Summary Operation-Filter. Und der sagt aus, dass diese Authorize-Information Appende, wenn ich das richtig schreiben würde, könnte er mir auch anbieten, Append Authorize to Summary Operation Filter using Swashbuckle ASP.NET Core Filters. Wenn man es richtig schreibt, findet das auch. Und das wird dazu führen, dass dieser Scope, den wir brauchen, auch noch im Summary der Operation rausgerendert wird. Und weil wir uns jetzt am Swagger UI noch nicht einloggen können, hier, weil dem noch die Informationen von unserem Identity-Server fehlen, nämlich welche Client-ID ist er, kann ich hier eine OAuth-Config-Object hinterlegen, wo wir sagen, deine Client-ID ist Interactive Public, dein Client-Secret ist total geheim, nämlich Secret, und wir benutzen Proof-Key for Code-Exchange mit unserem Authorization-Code-Flow, weil der Identity-Server eben dieses PKCE oder auch PIXI erfordert. Und mit den Änderungen haben wir jetzt die Möglichkeit, unser Dokument neu zu laden. Wir sehen jetzt hier Out-Policies, API, das kommt von dem zweiten Operation-Filter. Dieses Schloss kommt vom ersten Operation-Filter. Wenn ich dort jetzt drauf drücke, kann ich mich hier einloggen. Er sagt Interactive Public, das Client-Secret ist vorausgefüllt, das kommt aus diesem OAuth. Config-Objekt. Wir wollen den Scope anfragen, API. Wir wollen uns einloggen und jetzt öffnet er die Seite von unserem Demo-Identity-Server. Wir können uns hier mit Bob, Alice, Alice oder einem Google-Account einloggen. Wir machen Bob, weil man da weniger tippen muss. Wir kommen sofort zurück in unsere Dokumentations-Webseite und jetzt sind wir eingeloggt. Das sieht man jetzt daran, dass das Schloss schwarz ist. Und jetzt können wir sagen, ich hätte gerne einen Artikel angelegt, braucht es nicht ändern, weil dank unserer Example-Attributes ist es ja schon vorausgefüllt. Wir führen ihn aus und wir kriegen einen 201 created zurück. Das heißt, wir haben jetzt unseren Artikel angelegt. Ja, und jetzt haben wir unsere Dokumentation hier drin. Jetzt wollen wir noch hergehen, weil wir im Moment nur die Version 1 hier oben drin haben, noch die Dokumentation für V2 hinzufügen. Auch dort gehen wir wieder in unsere Startup. Und jetzt wollen wir hier oben nicht nur ein Swagger-Dokument hinzufügen, sondern mehrere für jede Version. Und dafür habe ich auch ein Code-Snippet. Das heißt, wir laufen durch das Array, was ich ja oben mit den Versionen vorbereitet hatte, 1, 2, 3, und fügen für jedes für diese Einträge ein Swagger-Doc hinzu. Und ich kann auch noch, das sieht man jetzt hier, noch mehr Informationen auf der Open-API-Info hinterlegen, wie beispielsweise Kontaktinformationen, License-Informationen. Da sind jetzt hier in den Objekten hardcodierte Daten drin, nämlich mein Name, meine E-Mail-Adresse. Und wir müssen jetzt aber auch diese Dokumente, die wir oben hinzugefügt haben, hier unten als mehrere Swagger-Endpoints in das Swagger-UI reinhängen. Auch dafür habe ich ein kleines Snippet mit der Schleife, auch dreimal Swagger Endpunkt, Swagger V123 mit dem jeweiligen Text. Und wenn ich das jetzt öffne, dann habe ich eben die Möglichkeit herzugehen und unser Dokument neu zu laden. Und ich jetzt sehe jetzt hier, wir haben V1, V2, V3 und ich kann hier umschalten und sehe dann die entsprechenden Dokumentationen für unser Objekt. So, und jetzt wollen wir gucken, was können wir mit unserem Dokument denn noch machen? Ich kann das hier zum Beispiel öffnen, kann ich direkt auf den Link klicken und jetzt sehe ich hier das JSON mit unseren ganzen Informationen. Ich nehme das mal in die Zwischenablage, gehe mal hier auf die URL editor.swagger.io. Ja, und auf dieser Seite kann ich jetzt zum Beispiel dieses Dokument hineinpasten. Er fragt mich, ob ich das nach YAML konvertieren möchte. Und jetzt sehe ich hier auf der rechten Seite
unser Dokument eben auch in dem Swagger UI gerendert und habe jetzt aber hier die Möglichkeit, online zum Beispiel Servercode und Clientcode zu generieren. Und das ist genau das, wo mir das jetzt ganz doll weiterhilft, weil ich habe hier die gesamten Metainformationen über unsere API und ein Client, der mit unserer API kommuniziert, der ruft normalerweise ja immer eine bestimmte URL auf mit bestimmten Query-Parametern oder mit bestimmten Parametern im FAT oder in HTTP-Headern und erwartet dann ein bestimmtes Objekt zurück in einem bestimmten Format. Also sei es XML, sei es JSON, das kann man ja alles beschreiben. Und die Struktur haben wir ja auch in unseren Schema-Informationen. Und das ist im Prinzip alles, was ich brauche, um mit einer API zu reden. Das heißt, unser in diesem Dokument steht alles drin, was ein Client benötigt. Und wir zum Beispiel machen viel Webanwendungen vorne mit Angular. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, generiere mir mal bitte einen TypeScript Angular Client, klicke da drauf. Und dann sieht man hier unten, so wie unten links in der Ecke, dass da auf einmal ein ZIP-File runtergeladen wird. Und das habe ich auch schon mal genommen und entpackt. Und dann landen wir hier mit genau diesem Client. Und wenn man uns jetzt diese Angular-Geschichte anschaut, dann sieht man, ich habe ein API-Module, ja, das ich importieren kann in unseren in unsere Angular-Frontend-Applikation. Und wir sehen hier auch zum Beispiel die Model-Informationen über unseren Artikel. Es ist ein Interface und auch der hat schon die JS-Doc-Informationen mit unseren XML-Kommentaren. Das heißt, ich habe nicht nur, ich habe nicht nur die Model-Informationen, sondern ich habe auch die ganzen Meta-Informationen, wie die Dokumentation, die ich schon auf C-Sharp-Seite geschrieben habe, auch in meinem Angular-Client drin. Und wenn wir hier in API gucken, sehen wir, ich habe für die drei Teile den Artikel-Service, den Health-Service und den Weather Forecast Service, das war jetzt die V1, die ich hier vorher generiert hatte, die entsprechenden Endpunkte drin. Und wenn wir jetzt hier in den Artikel gucken, dann sehen wir, wir haben einen Artikel-Service, den wir einfach in unseren Controller, in unsere Komponenten, Entschuldigung, injizieren lassen können in Angular. Und wir haben dann hier eine Methode, wie zum Beispiel Artikel Number Get, wo er weiß, ich brauche die Nummer des Artikels, um mir einen zu holen und ich bekomme ein Observable von Artikel zurück und kann damit dann direkt meinen Artikel requesten. Ich muss mich also um den ganzen HTTP-Quatsch nicht kümmern. Auch die Authorization mit dem Header, mit dem Access-Token, dann kümmert sich der Client drumherum. Wenn ich das nicht möchte, dass der Code so ausschaut, wie er jetzt hier ausschaut, habe ich auch die Möglichkeit, einen eigenen Generator zu schreiben. Da muss ich dann allerdings ein bisschen Java anfassen und Mustache-Templates, weil dieser Swagger-Gen, der das macht, der ist halt in Java geschrieben. Da müssen wir dann ein bisschen mal auf andere Sprachen gucken. Und das erlaubt uns halt eben sehr viel Boilerplate-Code einzusparen, weil es ist schon nicht wenig, was ich hier für eine API schreiben muss, um die ganzen Requests zu machen mit allen Parametern, mit allen Operationen, die ich habe. Den ganzen Code, den muss ich dann schon mal nicht von Hand schreiben, sondern den kann ich mir hier generieren lassen. So, das war das Thema Client-Generierung. Und jetzt kommen wir zum Thema zum Thema Testing. Da habe ich auch eine kleine Umfrage für euch. Benutzt ihr oder kennt ihr eventuell das Tool Postman? Benutzt ihr das? Benutzt ihr was anderes? Ja, nein, irgendwas, irgendwelche Optionen? Das wäre jetzt interessant zu wissen, inwieweit euch das hier dann auch weiterbringen kann. Wo wir beim Thema Postman sind, wir können hier wieder auf unsere Dokumentation gehen. Wir nehmen uns mal die V2, wir merken uns die URL in der Zwischenablage und wir öffnen unser Postman. Den kann ich leider nicht weiter reinzoomen. Aber ich habe hier die Möglichkeit, ich habe natürlich schon ein paar Requests für unsere API vorbereitet, aber ich möchte jetzt gern eine Collection importieren. Ich habe da die Möglichkeit,
hier direkt das OpenAPI 3 Schema reinzukopieren oder sagen, nee, lad mir das mal bitte von diesem Link und klicke auf Import. Ich hätte jetzt gerne nur eine Postman Collection und dann sehe ich hier, dass er unsere OpenAPI Sample API V2 importiert hat und hier zum Beispiel schon unseren Health Controller hat und auch die Base URL schon parametrisiert hat. Das heißt, hier müsste ich jetzt noch hergehen und sagen, ich würde gerne meine Collection bearbeiten. Und man sieht auch schon hier in der Postman Collection, die Metadaten aus unserem Swagger Dokument sind auch hier schon vorausgefüllt. Ja, das heißt, ich sehe die ganze Meta-Information oben, die Header-Information schon in der Beschreibung meiner Collection. Ich sehe hier hinten Variablen und ich kann jetzt zum Beispiel den Wert hier mit https://, was haben wir gesagt, localhost 5001 ist unsere Basis-URL, kann ich das aktualisieren und dann sehe ich hier auch, dass der Wert vorausgefüllt ist. Ich kann den Request abschicken und ich kriege hier an der Stelle meinen 200er okay zurück. Ja, das heißt, ich habe schon im Prinzip für jeden Request, was man hier auch sieht, Artikel, sogar Artikel Number ist ein Parameter, wenn man sich das anschaut, fetches an article based on its number. Und wir sehen hier oben in Base URL APV2 Artikel Number. Und wir haben den auch schon bei Parametern vorausgefüllt. Wir sehen auch, dass der Value ein Integer sein soll. Wir haben auch die Authorization-Informationen vorausgefüllt, dass er sagt, das ist OAuth2. Und ich kann hier dann noch das Access-Token hinterlegen, beispielsweise aus einer Variablen. Ja, so dass alle Requests, die ich bei meiner API anbiete, schon vorausgefüllt sind. Und dann muss ich eigentlich nur noch hergehen und Testcode schreiben, indem ich hier auf die Tests-Geschichte gehe. Wir sehen hier auf der rechten Seite, dass wir hier schon Code-Snippets von Postman vorausgefüllt haben, um Tests auszuführen. Beispielsweise zu sagen, hey, ich hätte gern, dass der Status-Code 200 ist und dass die Response-Time weniger als 200 Millisekunden ist. Da habe ich jetzt gerade drauf geklickt und dann sehe ich hier, fügt er mir gleich den Testcode ein und wenn ich den Request jetzt ausführe, dann würde er prüfen, kommt denn als Status-Code 200 zurück. Das ist natürlich falsch, weil, get by number ist richtig, das passt und wir erwarten, dass der Request schön schnell ist. Ich habe das Ganze mit allen API-Versionen auch schon mal vorbereitet da oben in unserer Collection. Hier mit V1, V2, V3, jetzt habe ich sie verschoben. Das wollte ich nicht. So, und kann jetzt hier auch auf der Ordnerebene zum Beispiel schon Testcode hinterlegen. Und sehe, dass hier auf der Ordnerebene dieser 200 Millisekunden Test ist. Das heißt, dieser Test wird für alle Requests in den Unterordnern ausgeführt und gilt damit für jeden einzelnen Request in diesen Ordnern. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, hier relativ viele Tests automatisiert über alle Endpunkte ausführen zu lassen. Ich kann das jetzt hier im Runner laufen lassen. Sage, ich hätte gern diese Webinar-Collection. Ich hätte den Access-Token gerne vorne. Das ist das einzige Nachteil. Ich kann die Reihenfolge nicht in der Collection vordefinieren. Das heißt, ich muss das jedes Mal nach oben ziehen und kann dann, wenn ich ein Environment habe, wo er sich den Token merken kann in der Variablen, das ausführen lassen. Und wie man jetzt sieht, er hat die ganzen Requests ausgeführt. 20 Tests waren erfolgreich, einer gefailed. Ja, diese 5 Wettervorhersagen müssen erst den Random Number Generator initialisieren. Der erste Call dauert immer ein bisschen länger. Danach sind die schnell. Jetzt will ich aber meine Tests vielleicht nicht immer nur hier in dem Postman Test Runner ausführen, sondern ich hätte das gerne automatisiert. Das heißt, wenn ich meine Collection angepasst habe, kann ich hier hergehen und sagen, exportiere mir mal bitte meine Collection und kann die in der Datei speichern. Das habe ich auch schon vorbereitet. Dann sehe ich hier Postman unsere Collection. Und dort sehe ich jetzt diese kompletten Requests als JSON und direkt nach dem Exportieren steht dieser erste Request mit Get Access Token,
ja, der hier geschlossen wird. Dieses Ding steht normalerweise ganz unten, weil der auch nach unten in der Collection ist und generiert wird. Das heißt, wenn ich die Collection, so wie ich sie rausgespeichert habe, ausführen würde, würde sie nicht funktionieren, weil ich keinen Access-Token habe. Deswegen gehe ich dann jetzt nach hier unten, suche mir diesen Request raus, schneide den aus, gehe nach oben in die Datei, füge den hier ein. Das war eben das, was ich hier vorbereitet habe, so dass der Access-Token-Request ganz oben in der Collection drin steht. Und damit wird er auch zuerst ausgeführt. So ein kleiner Hack für Postman-Automatisierung. Und jetzt kann ich auf der Kommandozeile hergehen. Ein bisschen größer. Ich bin jetzt in meinem Webinar OpenAPI. Ich gehe in den Ordner Postman und dort liegt diese Collection. Und jetzt gibt es ein Node-Tool. Ich habe Node installiert, aktuell Version 12. Und ich kann mit NPM, also Node Package Manager, installiere mir mal bitte global das Tool Newman. Brauche ich jetzt nicht ausführen, weil ich das schon vorinstalliert habe. Und dieses Tool Newman, das ist ein Command-Line-Runner für Postman-Collections. Das heißt, ich sage einfach Newman, das Command ist run und dann hätte ich gerne unser File, nämlich unser OpenAPI-Webinar-Postman-Collection. Wenn ich das jetzt ausführe, hagelt es Fehler, weil die Node-Runtime nicht mit dem Entwicklungszertifikat von unserer HTTPS-API zurechtkommt. Deswegen sage ich ihm hier noch insecure, ignoriere mal bitte Zertifikatsfehler. Und dann lässt der jetzt alle Requests durchlaufen. Und man sieht hier, ich habe jetzt alle Requests ausgeführt, alles war grün. Diese Testgeschichte kann ich auch auf einem Build-Server zum Beispiel automatisiert laufen lassen nach dem Build. Ja, weil das alles schön Command-Line ist. Und es gibt für dieses Newman-Tool auch Reporter, die das für die entsprechenden CI-Umgebungen dann als Unit-Test sozusagen reporten und ich das dann dort auswählen kann. Jo, hervorragend. Ich hoffe, alle 97%, die gesagt haben, hey, wir benutzen schon Postman, haben hier trotzdem was lernen können. Wow, 97%, das ist überwältigend. Ja, ich wäre inhaltlich durch. Wir haben noch die Zusammenfassung, was haben wir uns angeschaut? Wir haben uns angeschaut, warum wir Dokumentation brauchen, wo liegt der Unterschied zwischen OpenAPI und Swagger. Wir haben gesehen, dass wir so eine OpenAPI-Dokumentation generieren können, komplett aus den Metadaten von unserem Projekt. Swagger UI erlaubt es uns eben, diese Dokumentation auch live zu erleben und auszuprobieren. Wir können Client-Code generieren. Wir können Postman-Collections generieren und wir sparen uns damit jede Menge manuelle und fehleranfällige Arbeit. Referenzen, wie gesagt, in den Slides, die ihr runterladen könnt, sind da noch 2, 3 mehr drin, wo jetzt draufsteht, was ich oben vorne auf der Tonspur gesagt habe. Hier sind die Links, aber die kriegt ihr eben auch nochmal in einer Mail im Nachgang zu dem Webinar. Und ansonsten würde ich mich bedanken. Und ich glaube, Marco hat schon ein paar Fragen gesammelt. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich habe auch erst wie immer geklickt, dass ich Postman kenne. Und dann ist der entscheidende Moment, wenn du da drin loslegst. Und ich denke, ich wusste gar nicht, dass Postman so viele Untermenüs und Optionen hat und plötzlich zum Testrunner wird. Ja, weil ich ja normalerweise nur so APIs damit attackiere und so ein bisschen mal was hinsende und dann kommt was zurück und dann überlegt man, das ist natürlich ein ganz anderes Level an Automatisierung, was du da an den Tag legst. Das muss ich ehrlich sagen. Weil zwischendurch die Fragen kamen, wir werden dieses ganze Video, was wir hier auch zum Webinar aufzeichnen, im Nachgang noch schneiden und euch dann zur Verfügung stellen. Zusammen mit dem Video bekommt ihr den Link auf das ganze Präsentationsfile vom Sebastian. Da sind dann die ganzen Detail-Links und noch einiges mehr drin. Und wir schreiben euch in die E-Mail auch noch den Link auf das Git-Repo, wo ihr den tollen Weather Forecast und die unfassbare komplexe Artikel-API drin findet, weil das, was der Sebastian dann so schnell mit Snippets da reingeworfen hat, das ist, glaube ich, dann der entscheidende Teil. Es sieht so einfach aus, wirkt dann auch sehr cool, wenn ich das alles machen kann. Aber die Zeilen alle dann mal schnell hinzubekommen, das ist natürlich schwierig. Und zusammen auch mit dem Cheat Sheet habt ihr eine perfekte Möglichkeit, das dann aber auch wirklich zu schaffen. Genau.
Gut, schauen wir mal auf die Fragen. Der Christian hat eine Frage gestellt, die, wenn ich das richtig verstehe, auf das Thema Updates abzielt. Wenn er seine API dann in einer weiteren Entwicklung erweitert und Dinge tut, wie schaut es jetzt alles aus mit Swagger, mit den ganzen Generierungssachen, damit nach wie vor alles funktioniert? Weil wahrscheinlich ist die Sorge, dass irgendwo etwas überschrieben wird oder jetzt passt irgendwas nicht mehr. Woran muss man da aus deiner Sicht denken, Sebastian? Ja, das ist tatsächlich so, dass der Swagger Gen dann den Code drüber generiert. Aber der Client-Code in diesem, also beispielsweise jetzt in dem Angular-Modul oder auch wenn ich Klassen generiere für beispielsweise andere C-Sharp-Anwendungen, also für einen Background-Service, der jetzt mit meiner API redet, dann würde ich diesen Code auch tatsächlich für die jeweilige Version zum Beispiel irgendwie. Das Angular-Thema ist ja schon ein Module, das ich einfach importieren kann. Das ist ja nicht dazu gedacht, dass ich die API generiere oder den API-Client generiere und dann da drin nochmal rumfrosch, sondern der ist fertig, ready to use. Ich importiere das Modul und wenn es eine Änderung an der API gibt, dann wird einfach das Modul drüber generiert und dann sehe ich dort alle neuen Operationen drin und kann die entsprechend benutzen. Bei einem C-Sharp-Client wäre es ähnlich. Ich würde da wahrscheinlich in einer internen Infrastruktur hergehen und mir selber ein internes NuGet-Package draus bauen, das ich einfach konsumiere mit dem Client. Und das Schöne ist, wenn ich dann eine Methode erweitere, ploppt die da drin auf, ändere ich eine Methode in einer Art und Weise, dass sie inkompatibel wird. Und da kommt ein neuer Parameter dazu, der jetzt auf einmal Pflicht ist und nicht nullable, und ich dann das Paket neu generiere und neu reinziehe, dann sagt mir wenigstens auch sofort der Compiler, hey, die und die Aufrufe werden in Zukunft schiefgehen, bitte passt die nochmal an. Also den Client-Code selber würde ich manuell gar nicht anfassen, sondern der ist tatsächlich dafür da, dass der jedes Mal drüber generiert wird. Okay, und das sind, glaube ich, auch immer die Detailanpassungen und die vollständigen Automatisierungen, weswegen du ja als Consultant dann häufig auch in die Kundenprojekte gehst und das passend auch zu den Vorgaben und dem, was schon da ist, als Build-Pipeline-Tooling so aufsetzt, dass genau diese ganzen Dinge dann auch möglich wären, richtig? Ja. Wunderbar. Der Tobias möchte etwas wissen, und zwar, er sagt, er sieht immer wieder, dass dass da auch Models mit XML-Docs dokumentiert werden, die gar nicht schnittstellenrelevant sind, weil die sind von außen nicht sichtbar und er fragt sich, ist das irgendwie sinnvoll? Depends. Das ist wieder diese typische Consultant-Antwort. Es kommt drauf an. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, dass ich meine Klassen tatsächlich definitiv durchdokumentiere. Hintergrund ist einfach, ich schreibe die Doku ja eben für meinen Zukunfts-Sebastian, der irgendwann in 2, 3, 4 Monaten das Ding vielleicht mal wieder anfassen muss. Und dann habe ich eine Ahnung, was es damit auf sich hat. Klar, also grundsätzlich sage ich immer, alles, was Public API ist, soll sowieso dokumentiert werden, idealerweise auch hier bei den Model-Klassen, wenn es über die Schnittstelle rausgeht, ganz klar. Wenn es intern ist, ist es so eine Abwägungssache. Wenn man wirklich komplett konsequent ist und alle Sachen sinnvoll benamst, dann ist es vielleicht nicht notwendig, aber die ein oder andere Summary-Tag-Geschichte oder die ein oder andere Example- oder Remark-Geschichte ist unter Umständen dann doch interessant, wenn man sagt, hey, das ist dafür gedacht, dass. Und also es hilft halt mir als Entwickler, wenn ich später den Code nochmal anfassen muss. Und es hilft auch den anderen im Team, wenn die sich das durchlesen können. Und damit hilft es einfach grundsätzlich, den Code einfach ein bisschen mehr sprechender zu machen. Und deswegen halte ich das sehr, also grundsätzlich für sehr sinnvoll. Okay, das ist ja das, was du eingangs gesagt hast. Es gibt den Blick auf Doku. Für mich, für mein Team, für Kollegen, die in Zukunft neu dazukommen. Das heißt, da geht es nicht um die öffentliche API zwingend, dass die auch den Code leichter verstehen. Und es gibt dann auf der anderen Seite das, was du jetzt mit Tooling von OpenAPI Swagger gezeigt hast, die Dinge, die ich Partnern und Kunden nach draußen stelle. Und
du siehst eben die Kombination aus beiden, die einen Wert deswegen auch in der Dokumentation liefert. Das heißt, der Tobias hat natürlich recht, wenn ich nur nach außen gucke, dann wäre es zu viel gewesen. Wenn ich aber ja die eigene Vergesslichkeit auch in den Fokus rücke, dann würde ich für mich selbst dann auch in dem Moment vielleicht ein paar Sachen aufschreiben. Okay, dann würde ich noch eine Frage rannehmen von Kevin. Ah, hi Kevin. Kevin möchte wissen, ob du konkrete Erfahrungen hast mit passenden Generierungstool, vor allen Dingen für TypeScript, Angular-Projekte. Er hat ng OpenAPI Gen, den er da auf NPM gefunden hat, im Einsatz. Kennst du das? Hast du neben dem, was du jetzt gezeigt hast zum Generieren, auch andere Generatoren schon irgendwo mal im Zugriff gehabt? Bei dem ersten Poll habe ich auf Ich bin Rainer Beckendev geklickt. Also, ich glaube, das beantwortet das schon ein bisschen. Ja. Ich bin tatsächlich nicht der Angular-Entwickler. Ich kann mir ein Angular-Projekt anschauen. Ich kann auch eben Client-Geschichte benutzen. Aber da in den Details für die Generierung habe ich nicht tief reingegangen. Also den kenne ich konkret nicht. Ja, aber das wäre eine Idee, dass wir uns den mal angucken. Danke für den Hinweis. Genau, können wir gerne den Link ja auch mit ins Deck aufnehmen, so als Input von Zuschauern, dass da, weil es ist ja in der Tat so, es ist ein offenes Ökosystem, es gibt ganz sicher viel mehr Generatoren und kleine Helfer-Tools, die ganze eigene Pipeline erweitern, und jeder muss dann, glaube ich, am Ende für sich schauen, was passt für ihn, was passt gut in das eigene Konzept, so dass es dann ja ideal wird für das, was man dann vorhat. Gut, dann würde ich sagen, wir sind nur ganz, ganz wenig über der Zeit. Das ist perfekt. Vielen Dank, dass ihr heute so zahlreich dabei wart. Von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schaut weiter auf thinktecture.com. Da kommen noch jede Menge weiterer Webinare. Sebastian, in deine Richtung, ich würde mir noch gerne ein Webinar zu diesem ganzen OAuth-Teil wünschen. Da bist du ja durchgepflügt, ja, wie ein Abfahrtsläufer auf Skiern, dass man da nochmal tiefer einsteigt, die ganzen Flows, Tokens, das ist rechts und links geflogen, hat alles funktioniert, aber ich denke da manchmal, warum der Flow, warum das Token jetzt, das sollten wir unbedingt mal machen. Und von daher freue ich mich dann schon auf eins der nächsten Webinare. Du hast das letzte Wort. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit. War schön. Das ist mein erstes Webinar von zu Hause. Man muss ja auch hier in Corona-Zeiten ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Nee, war nett. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und ich wünsche euch auch eine schöne restliche Woche, schönen weiteren Mittwochnachmittag. Und bis zum nächsten Webinar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.